So, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Farbsynthese bzw. René Wittner und aus der Kategorie Photoshop-Alternativen wollte ich eigentlich das Programm Paint.net von chip.de vorstellen. Das ist allerdings so buggy oder verseucht, keine Ahnung. Also auf alle Fälle ist es schwer, das unter Windows zum Laufen zu bringen, weil es immer wieder als Bedrohung erkannt wird. Deswegen mache ich heute oder als Alternative das Programm, das webbasierende Programm Muro von DeviantArt, über das ich neulich gestolpert bin. Also ich habe es mir ganz kurz mal angeschaut. Es ist definitiv keine Photoshop-Alternative, allerdings ist es ein weiteres kostenloses Bildbearbeitungs- bzw. nicht Bildbearbeitungs-, eher Bildmalprogramm. Mit schönen Funktionen, dafür, dass es eben nichts kostet. Und die zeige ich euch kurz geschwind in diesem Video. Über ein Abo und ein Like würde ich mich freuen. Vielleicht hast du ja eine tolle Alternative für Photoshop und ähnliche Programme für mich, die kostenlos sind. Also nicht Corel oder so ein Zeug. Und schreib es mir das in die Kommentare. Ich zeige euch auf alle Fälle jetzt das Muro. Gefunden, wie gesagt, auf DeviantArt. Allerdings hier oben sieht man ja die Adresse. Ich vergrößere sie an dieser Stelle mal. Die dazu führt, ich schreibe es auch unten in die Videobeschreibung rein, sodass ihr bloß draufklicken braucht. Man kann, schrägstrich sollte, sich dann hier einloggen. Das mache ich an dieser Stelle nicht. Um die Speicherfunktion, die anscheinend cloud-basierend ist, vollständig zu nutzen. Das habe ich schon ausprobiert, ob sich die Dateien öffnen lassen, aber weil ich dachte eben, man kann eigene Bilder oder ähnliches hochladen und dann bearbeiten, so wie bei Pixlr. Aber es geht hier eben nicht. Man kann lediglich das öffnen, was man hier speichert. Dafür, das steht auch als zu, wie so eine störende Werbung da als Pop-up, muss man sich einloggen. Ich gehe davon aus, dass die Pop-ups nicht mehr kommen, wenn man eingeloggt ist. Ich mache das an dieser Stelle nicht, sondern kriegsel auf gut Deutsch mal ein bisschen mit euch rum. Also, hier unten sieht man natürlich die ganzen Tools. Farbwahlrad, dann eben die Mischung Schwarz-Weiß, Grau und Helligkeit der Farbe. Hier kann man sich dann wie in den meisten Programmen zwei Farben quasi voreinstellen. Also zum Beispiel so. Und jetzt nehme ich da unten meine Lieblingsfarbe Rot und dann könnte ich schnell zwischen den zwei Farben wechseln. Das zeigt ein gewähltes, vorgewähltes Muster an. Die Muster findest du hier unten in dieser Leiste. Und die Muster sind ziemlich cool, beziehungsweise Muster ist das falsche Wort. Pinsel wäre das richtige Wort. Also der Standard-Basispinsel, den man hier die Deckkraft einstellen kann, die Größe und anscheinend auch den Druck. Oder auch nicht. Ach nein, halt, Entschuldigung. Das ist wie scharfkantig ist. Okay, Entschuldigung, das habe ich verwechselt. Okay, aber man sieht es ja gerade. Und darüber hinaus gibt es dann verschiedene Pinselspitzen. Ich finde Kalligrafie ist ziemlich cool. Dann Muster. Wobei ich jetzt nicht rausfinden konnte, ob man das hier irgendwo einstellen kann. Also ich finde es zumindest nicht. Hier schon wieder das Pop-up, das man eben nicht speichern kann, wenn man nicht eingeladen ist. Also das poppt dann auch die ganze Zeit auf. Hier ein weiteres Muster, was ich anscheinend auch nicht einstellen kann. Möglicherweise eröffnen sich neue Horizonte, wenn man eingeloggt ist. Das finde ich ziemlich cool. Weblink, ich dachte erst, man kann Weblink einfügen, aber Web bedeutet in dem Fall echt, wie man sieht, Netz. Und in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit, mit der man malt, entstehen dann bei manch einem Pinsel richtig schöne Muster, auch abhängig von der Größe. Richtig toll ist es hier bei dem, das ist mir vorhin beim Probieren mal aufgefallen, das kam dann ziemlich cool, wenn man schnell macht, dann federt das sehr stark aus und wenn man langsam macht, wird es immer umso intensiver und hier bei dieser Farbe ist das dann richtig, bei diesem Pinsel ist das dann mal richtig cool, also ich finde das optisch sehr ansprechend. Je langsamer du hier malst, umso kräftiger wird die Farbe, umso heller. Und wenn du dich schnell bewegst, dann wird sie ganz sanft. Eine richtig coole Pinselspitze. Dann hier weitere Muster.
Bei manch einem Muster kann man hier den Musterverlauf dann auch, zum Beispiel auch wie dicht das Muster sein möchte oder sein soll, einstellen. Punkte, leere Punkte, Wasserfarbe, das sieht schön aus. Ja, auch hier, je länger man malt, desto kräftiger wird es. Kleckse, ja, sehr schön. Sehr beliebt sind zurzeit ja Wasserfarben an sich, auch in Animationen. Hochverlaufende Farbe, ja, kommt ein bisschen steril, aber trotzdem sehr cool. Ah ja, okay. Hier ist auch wieder geschwindigkeitsabhängig. Blasenmuster, Zeilenmuster. Ja, auch schick. Also jede Menge Musterauswahlen. Die zwar relativ ähnlich sind, aber oh, das ist auch sehr schön, wo dann beide eingestellten Farben benutzt werden. Können wir gleich mal schauen. Ja, sehr schön. Folgt auch dem Cursorverlauf, der wird sich also gemerkt. 3D-Muster, das sieht ja mal richtig schön aus. Flamme. Ist auch schön. Was mir sehr gefällt, ist eben der Druck oder der geschwindigkeitsbasierende Muster, die Mustererstellung oder wie auch immer man das nennen möge. Mir sieht es jetzt hier gerade sehr schön, je länger ich da bleibe, umso mehr Kleckse entstehen, und wenn ich mich schnell bewege, dann wird die Linie sogar dünner. So, dann hat man das alles ganz toll gemacht. Hier ist dann der Radiergummi, Füllenwerkzeug, Farbpipette, Ausschnitt. Sogar Zauberstab und Lasso-Tool gibt es, das ist dann schon ziemlich gut, sehr fortgeschritten. Textgestaltung mit einer sehr hohen Auswahl an Schriftarten und gestalterlichen Möglichkeiten. Dann habe ich vorhin gesehen, es gibt Kurven, wahrscheinlich die mächtigste Waffe in der Farbgestaltung bei allen möglichen Programmen. Egal von welchem Anbieter, Kurven sind, wenn man sich damit auskennt, ja, allmächtig, wenn man es so sagen möchte. Man kann dann in den Farben selbst herumrühren und teilweise die Muster, die man schon erstellt hat, die einem manchmal gefallen haben, kann man komplett zerstören oder richtig toll ausbauen eben. Dann hat man hier die Einstellungsmöglichkeiten für Farbtemperatur, Schärfe sehe ich gerade noch, naja, okay. Sättigung, Kontrast und Helligkeit. Also auch dahingehend schon sehr ausgebaut. Okay, ja, rechnet. Ich gehe davon aus, dass der Prozess des Speicherns und Zwischenspeichern davon abhängt, wie schnell dein Internet letzten Endes ist. Also die meisten dieser browserbasierenden Programme funktionieren ja gleich. Zuletzt möchte ich noch in die Presets schauen, aber es dauert gerade. Anscheinend errechnet er das ganze gekriegselte Bild jetzt mal nach. Wie man sieht, ist der Prozess abgeschlossen. Wie man sieht, hat das schiere Herumspielen mit den Schiebereglern schon das ganze Bild maßgeblich verändert und die Kurven haben dann eben entsprechend viel Auswirkung gehabt. So, wir sind jetzt in den Presets, die ich mir noch schnell anschauen wollte. Davon gibt es nicht so viele, aber der Standard-Instagrammer sollte zufrieden sein. Mein Fazit an dieser Stelle ist definitiv, es ist etwas zum Malen und Gestalten, wenn man sich damit auskennt oder auseinandersetzt, kann man richtig schöne Dinge damit malen. Aber es ist an sich per se erstmal kein direktes Bildbearbeitungsprogramm und damit natürlich auch keine Konkurrenz für Photoshop. Aber ich sehe gerade, der Filter schaut mal richtig toll aus mit dem Blur-Effekt. Also die Presets sind anscheinend mehr als nur Farbpresets, sondern sind auch Gestaltungspresets. Oh, okay. Was sehr schön ist, dass man in Ebenen arbeiten kann, die man hier hinzufügen kann. Anscheinend, da kann man eine hinzufügen, okay. Okay.
Okay. Ausschnitt. Okay. Wie komme ich jetzt zurück in meine Datei? Gibt es noch Tastenkürzel? Ah ja. Ah ja, Tastenkürzel gibt es also auch. Ich habe gerade die Pipette C. V ist wie in den meisten Programmen verschieben. Ja, jetzt habe ich mich völlig verrannt, sehe ich hier gerade. Ich würde dieses Bild gern speichern an dieser Stelle. Aber ich kann es anscheinend nicht. Dann lasse ich es an dieser Stelle mal gut sein. Also wie du gesehen hast, es ist ein Gestaltungsprogramm oder ein Gestaltungstool, webbasierend, damit maßgeblich abhängig von deiner Geschwindigkeit, rein was den Prozess, also nicht das Bearbeiten serverbasierend, sondern einfach dieses Aktualisieren und so weiter angeht, je langsamer, umso langsamer wirst du arbeiten können. Es ist ein Malprogramm, es ist kein Bildbearbeitungsprogramm per se, aber es hat schon viele Eigenschaften davon, zum Beispiel eben ganz mächtig Ebenen, die Layer, sehr gut auch die Kurven, die Presets, ja, die sind wie die bei den meisten eben nicht sehr üppig, aber können auch nochmal das Tüpfelchen auf dem i sein. Ich fand die Auswahl der Brushes, der Pinselspitzen sehr gut. Es ist ein wenig unübersichtlich. Ich vermute allerdings, wenn man eingeloggt ist, wird alles ein bisschen einfacher, denn meistens sind solche Programme so gestrickt, dass man sich eigentlich einloggen muss, gerade wenn man mal eine gute Idee hat und loslegen will und dann ploppen also irgendwelche Pop-ups auf. Das ist dann sehr störend. Wobei ich sagen muss, besser als Werbung. Wenn du eine gute Alternative zu Photoshop und ähnlichen Programmen hast, die kostenlos oder kostenfrei ist oder ob nun webbasierend oder als App, schreib es mir gerne in die Kommentare. Über ein Like freue ich mich natürlich sehr gerne, wenn es dir gefallen hat. Ein Abo tut auch nicht weh. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos, die irgendwo da, links, rechts, auftauchen. Das soll es gewesen sein. Macht's gut, euer René. Ciao, ciao.